So, hallo zusammen, in diesem Film möchte ich euch unsere neue Belüftungspumpe vorstellen, sprich eine schwimmende Pumpe, eine Floating Air Pump. Ziemlich cool, ziemlich cooles Gimmick, ziemlich praktisch beim Angeln, ich erkläre es euch mal kurz. So wird sie dann verpackt sein und erhältlich bei jedem Tackle Dealer. Im Lieferumfang enthalten ist der Schlauch sowie der Ausströmstein schon im Lieferumfang enthalten. Betrieben wird die Batterie mit einer Typ AA 1,5 Volt Batterie, welche hier oben eingesetzt wird. Hier aufschrauben, Batterie rein, wieder zuschrauben. Hier habt ihr noch eine Öse, falls ihr die Pumpe im Eimer oder irgendwo platzieren wollt bzw. anbinden wollt. Wie ihr schon sehen könnt, ein Eimer. Hier handelt es sich um die Pumpe. Sprich ein Egg, ein Ei, wasserdicht komplett und die Pumpe könnt ihr einfach oben einschalten, ins Wasser werfen, wie ihr hier sehen könnt und die Pumpe schwimmt dann oben im Wasser und unten ist der Schlauch mit dem Stein platziert. Das Praktische an diesem ist einfach, ihr kennt es beim Autofahren, ihr habt einen Köderfischbehälter dabei, ihr fahrt, das Auto wackelt in die Kurven, dann ist Wasser aus dem Eimer schwappen und das Auto wird nass. Bei dieser Pumpe habt ihr die Möglichkeit, natürlich nicht über eine lange Strecke, aber doch über die Fahrt zum Wasser, ihr könnt einen geschlossenen Eimer nehmen, einen geschlossenen Deckel, einfach die Pumpe reinwerfen, Deckel zu und es spritzt kein Wasser raus und die Köderfische im Eimer werden belüftet. Die Belüftungspumpe hat eine Fördermenge von 0,25 Liter die Minute. Das reicht den Köderfischen definitiv aus, ans Wasser bzw. zum Angeln zu fahren. Daher super Gimmick, schwimmende Wasserpumpe, spritzt nicht mehr raus. Erhältlich bei eurem Tackle Dealer. Ich hoffe, ich konnte es euch kurz erklären. Viel Spaß am Wasser, für ein trockenes Auto, Petri Heil.